Ach, die piept nicht, ne? Genau, die ist jetzt an und die piept nicht. Genau. Die ist jetzt an und piept nicht. Gruselig, also, ne? Das ist echt gruselig. Das ist so für einen Inkognito-Film. Willst du die mithaben? Nee. Oder nicht? Nee, ich habe ja eine auf dem Kopf. So, Nils macht sich heute fertig zum Klettern. Baustelle kennt ihr? So, hier waren wir gestern. Die sind ja alle weg. Bup, bup, bup. Zaun haben wir auch wieder hingestellt, wo wir den aufgemacht hatten. Ja. Ich denke, das ist ganz schick geworden. Ne? Der Fermer konnte so gerade drüber weggreifen, das habt ihr ja gesehen. Ja. So. Und jetzt, ja, wir hätten die gestern noch machen können. Haben wir aber nicht. Genau, wir wollten nämlich nicht nass werden, dafür werden wir jetzt heute nass. Jetzt kommt die noch weg, ist kein Problem. Und die da hinten am Teich kommen alle noch weg. Leider können wir mit dem Fermer nicht reintouren. Ja, könnte man, dann wäre aber alles kaputt, aber da beim See hört es dann auch auf. Nicht mehr. Na, ja. Wir müssen nachher auf der Brücke aufpassen, ich glaube, das ja. Ist so. Das welcher gut? Der Sentinel. Sentinel. Von Notch. Von Notch, ja. Ultra bequem. Ja, guck mal zufrieden? Ja. Beste Handsäge ever. Ja. Nichts anderes. Habe ich auch 3 Stück von. Und Zigzag. Ja. Ja. Mit dem Poison Ivy. Das Poison Ivy habe ich auch. Aber nicht in grün, sondern in schwarz hatte ich das, genau, ja. Ja, Zigzag sowieso, ne? So intuitiv von der Bedienung her, ne? Das ist alles, mag ich. Da ich ja ewig sowieso mit Klemmknoten geklettert habe. Der Spider Jack 3, den habe ich auch, den kannst du gerne mal ausprobieren. Ich mag den nicht so gerne. Ich habe den schon ausprobiert, ja, das auch nicht. Mehr. Das Ding ist original so groß wie ein Kühlschrank. Und wenn du irgendwo knapp über einen Ast kletterst oder so, dann ist der immer so abgeknickt. Also ich mag das nicht. Also ich fand den 2 besser. Ich habe auch eine Zeit lang mit dem 2 geklettert. Fand ich wesentlich besser. Hauke hat auch den 3er ausprobiert. Das ist ja den, den er mir da überlassen hat, weil er da auch... Und ich habe kein Seil gefunden, obwohl ich auch schon dieses Imori genommen habe. Und ich habe das Imori da sogar noch drin. Ne? Ich habe kein Seil gefunden, was da vernünftig mit läuft. Also selbst mein Imori läuft da nicht vernünftig mit. Ob das irgendwie an den Backen liegt, ob sich das alles... Genau, das war die Aussage, das muss ich erst einschleifen. Das finde ich total super, das muss ich erst einschleifen. Das muss ich erst einschleifen und muss ich erst, falle ich jedes Mal vom Baum oder? Muss ich erst 300 Stunden klettern oder so, weißt du, bevor das dann richtig läuft. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also, nee, bin ich, konnte ich mich nicht so mit anfreunden mit dem Spider Jack 3. Liegt jetzt bei mir im Auto rum und wird eigentlich nur noch in Notfällen benutzt, wenn ich irgendwie ein zweites Seil brauche, um mich zu positionieren oder so. Ist eigentlich zu teuer dafür, aber naja. Das machen wir nicht, läuft, dann läuft. Nee, also kann ich mich nicht mit anfreuen. Wie gesagt, der 2er war geil, der 3er ist so, geht so. Gibt natürlich auch andere, die sagen, ja, nee, der ist voll geil und das ist alles viel cooler, dass man jetzt unten die Rolle hat und so. Weiß nicht. Ich mag ihn nicht. So, fertig ist meine Meinung. So, guck mal. Probierst du meine Hanse aus? Habe ich auch in so einem kleinen praktischen Sack. Kannst du dir mit an Gurt machen. Ja. Ist wie gesagt ein Grigri dran. Das Ende mit dem Stahlkarabiner an Stammwürgen. Ja, so wie normal. So ein Haken, genau das, ja, ne, wie du das gelernt hast. Ach so, das habe ich gelernt. Karabiner nach oben offen ist. Dann Grigri an Gurt. Und wie ein Rick benutzen wir, ne? Und eigentlich funktioniert wie ein Rick, genau. Hier ja. Entlastest du, dass du dich abseilen kannst. Ja. Und stramm ziehen geht ja einfach so. Ich lasse den Scheiß immer da drinnen, so viel wie geht. Ja. Und klemme das ziemlich knapp an Gurt. Ja, ich würde mir das auch irgendwo auf die linke Seite klemmen. Eben. Genau, irgendwie eben an Karabiner oder an Carry-Tool. Das ist nämlich voll geil, weil dann hast du nämlich kein Seil unten rumfliegen. Das heißt, es kann auch keiner dir in ein Seil reinschneiden. Das ist voll pfiffig, finde ich. So, hängen wir mal ein bisschen weg. Zack, so dran. Dann kannst du dich hier in deine Brücke einbauen und das andere wirkst du einfach an. Welche Eisen sind das? Ich glaube, das sind irgendwelche Buckingham, die habe ich von meinem Vorgänger mal übernommen. Okay. Nicht die schlechtesten. Also. Zum Anziehen sind sie kacke. Wie gesagt, Preis-Leistung finde ich immer noch die
Diesel Carbon, die Diesel Alu Classic am geilsten. Ja. Hauke hat die Carbon, die tragen sich richtig geil, aber ich finde auch mal irgendwie, kosten 300 Euro mehr oder 200 Euro mehr, finde ich schon. Ja, mal bei 500 noch was. Also. Ich gerade sagen, ist schon happig. Schon echt happig, aber wie gesagt, tragen sich auch geil. Also wenn du das, wenn du da Bock drauf hast und die Kohle hast, dann kannst du die kaufen. Ja, aber ich kaufe mir doch keine Steigeisen, die teurer sind als ein Gurt. Ne? Ja, aber wie gesagt, tragen sich auch geil, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich habe eben auch seit keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren die Classic, die Alu. Also, und bin da auch bestens zufrieden und habe die auch noch nicht kaputt gekriegt. Also, hab jetzt Judy, ja, du nimmst die kleine Echo mit hoch, ja? Ja. Cool. Finde ich gut? Finde ich gut. Das ist ein Biest. Hier vorne müssen wir aufpassen, das ist eine Lampe. Also, wenn wir die Krone schmeißen, dann in die Richtung. Oder da in die Rhododendron rein, das ist mir egal, aber da hängt dir wahrscheinlich der Eichenast ja im Weg. Der kriegt auch nicht. Nein. Auf alle Fälle hier das Ding heile lassen. Der Rest ist mir egal. So, Nils erster Baum, reingehauen. Ja, aber hier, Sicherheit, ne? Safety before speed. Brauchst mir nichts beweisen? Nö, hab ich auch nicht vor. Wollte ich gerade sagen. Eigentlich wollte ich zum Armbrot. Genau, alle Finger dran, alle Arme dran, dann bin ich, alle Seile heile, dann bin ich gut zufrieden. Nils, mach mal einen Salami-Cut nach da, dann zieh ich die Spitze raus, dann nervt die dich nicht mehr. Sauber! Was Opa noch alles so wegschlurrt, ne? Da kann sich noch mancher 20-Jähriger eine Scheibe von abschneiden. So langsam könnte auch die Hanse einbauen wegen mir. Weil er soll das ja alles vernünftig machen. Er muss ja nicht gleich alles so machen, wie wir das machen. Ich sag ja immer, macht nie das nach, was ihr in meinen Videos seht. Ich finde das auch gut, dass er nach Möglichkeit immer beide Hände an der Säge hat. Finde ich tatsächlich gut, weil wie gesagt, er ist noch jung. Er hat noch alle Finger. Das soll auch so bleiben. Und wie ich immer sage, Safety before Speed. Das ist tatsächlich so, auch wenn das bei uns manchmal nicht so aussieht. Aber Sicherheit geht immer vor. Nils! Hanse! Ich sag, Hanse, das ist jetzt so langsam eine Höhe, wo es weh tut, wenn du auf dem Arsch landest. Gute Technik. Kettenbremse und Bein reindrücken, gefällt mir. Macht er gut, der Junge. Ich finde das übrigens krass, dass er als relativer Neuling keine Handsäge mit hochnimmt. Also ich habe die ersten 2 oder 3 Jahre tatsächlich immer noch die Handsäge mitgehabt. Später dann weniger und heute ja nun gar nicht mehr. Aber ich gucke dann auch immer, wie viel Sprit ich noch habe. Oder ich weiß halt, wie lange ich für den Baum brauche. Und weiß dann, ob der Sprit reicht oder nicht. Aber so, wenn ich eben frisch bin, als ich noch frisch war, da... Und auch später eben noch so die erste Zeit, da habe ich dann doch lieber nochmal die Handsäge dabei gehabt. Wie gesagt, mittlerweile nehme ich sie auch gar nicht mehr mit hoch, aber von einem relativ jungen Kletterer habe ich das noch nicht gesehen, dass er gar keine Handsäge mit hochnimmt. So, wegen mir darfst du die Spitze hier reinhauen, auf mich zu. Lass sie hier so ein bisschen von den Rhododendron... Ich sag wegen mir, den einen Ast da noch ab an der Seite und dann hau die Spitze hier rein. Auf mich zu. Dann ist sie weit genug vom Zaun weg und weil dann wird die hier so ein bisschen von den Rhododendron gebremst. Dann ist sie auch eng genug, klein genug. Ne? Zu der anderen Seite wäre mir lieber, aber dann hängen die Eichenäste im Weg. Das wird nichts, also lieber hier rein. Brauchen wir die auch nicht anbinden, dann wackelt es da oben auch nicht. Ich hätte nicht
Ja, mal gucken, ob er sie so rüber gedrückt kriegt. Fallkerb sitzt ein bisschen nach da, aber du kannst sie leichter drücken. Dieser Fallkerb sitzt ziemlich straight nach hier, aber das wird schon gut gehen. Die wird jetzt hier genau mittig rein, das ist okay. So, jetzt muss er drücken. Jetzt muss er drücken. Macht er. Sauber. Guter Junge. Jawohl. Gut gefallen. Ja, ja. Ja. So, ja, Baller. Gut gelöst. Sauber. Wie gesagt, also, ne, für alle, die sich gerade erschreckt haben, da oben sind drei Äste rausgebrochen. An der Schnittstelle, wo er sowieso die immer auf Kopf setzt. Ne, da werden die sowieso immer auf Kopf geschnitten. Da sind drei Äste jetzt abgebrochen, also drauf geschissen. Ne, das ist okay. Ne, da kann man mit leben. Das Rhododendron, der wächst wieder. Also hier jetzt nicht rumheulen, wenn das nicht okay gewesen wäre, dann hätten wir die Spitze angebunden. Vielleicht die Knubbel demnächst noch ein bisschen flacher am Stamm abschneiden, dann ist der Stamm ein bisschen glatter. Dann hat man das nachher, wenn man runterläuft, mit der Eisen nicht so schwer. Ich bin immer ein Fan von, am Stamm glatt zu schneiden, keine Kleiderhaken stehen zu lassen. Da tut man sich potenziell nur dran weh. Und außerdem nerven die beim Runterklettern und ich finde beim Hochklettern auch. Bleibt man immer nur dran hängen. Manchmal macht man das absichtlich, dass man wegen der Regenschlinge oder so einen so eine Nase sitzen lässt, wo man die Rolle einbaut. Aber in der Regel schneidet man glatt am Stamm. Schnitte sitzen, das gefällt mir. So, Nils hat seinen ersten Baum fast unten. Also erster Baum ist relativ. Erster Baum bei mir, ne? Nils hat natürlich seine Scheine. Aber ist wie gesagt der erste Baum für uns, weil er ja ganz neu bei uns ist. Ich hatte ihn vorher tatsächlich noch nie klettern sehen. Noch nie. Ich habe ihn einen Tag in der Bühne mitgehabt. Weil er auch Baum AS2 hat. Und ich ihn eigentlich nur für die Bühne haben wollte. Und dann hat er mir so erzählt, du, ich habe auch meinen Kletterschein und so. Und ja, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn klettern sehe. Aber ist okay, gefällt mir. Macht er ganz gut. Wird schon passen. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Man muss auch irgendwann mal die jungen Wilden ranlassen. Ich finde das gut, dass ihm die kleine Echo so gefällt. Weil mir die eben auch... Das ist ein Biest, die ist echt geil. Sowas ist zwar eigentlich schon fast wieder zu dick, da würde ich jetzt auf eine größere Säge wechseln, aber sie macht's halt noch, ne? Und wenn sie erstmal geportet ist, dann geht die da garantiert auch noch richtig fix durch. Hey, gib mir der Drehzahl hoch, ich denke, Sprit ist auch gleich alle. Gib ihm mal eine große. So, einmal die kleine runter. Einmal die große hoch. Bitte schön. So,
Bist du mit der Hanse zufrieden? Geht das gut so? Ich finde die gut. Ja, ne? Vor allem, weil man nur so eine kleine Tasche am Arsch hat, ne? Ja. Und da sind irgendwie 25 Meter Seil drin oder so. Ich sag mal, um sich von oben runter zu lassen, wenn einem wirklich mal was passiert, reicht das dicke. Da muss man nicht so einen riesen Seilsack am Arsch haben. Ja, ich habe mir mal was Ähnliches gebaut. Ich habe ja dieses, ich weiß nicht, hast du das eben in der Kiste gesehen, die kleine gelbe Tasche von Petzl? Nee, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Die habe ich und da hatte ich auch mal ein paar Meter Seil drin. Da sind, gehen aber höchstens 10 Meter rein. Ja. Und ich finde auch, wie gesagt, die Echo-Sägen, gerade hier die 501, ich finde, die steht nach Stil 261 fast nichts nach. Das sind Nuancen. Wie gesagt, der Griff, okay, der ist ein bisschen eckig, da muss man sich dran gewöhnen. Aber dafür, also gehen tut die Säge wie Sau, hat auch verlustsichere Muttern und alles. Ne? Also das, und die kleine Alter ist sowieso my all-time favorite. Ne? Das Ding ist ein Biest. Das ist ein geiles Teil. Wiegt nix und geht wie Sau. Ne? Wenn die dann auch noch geportet ist, ne? Dann ja, ist das Alter. Ja. Dann kann die alte 200er einpacken. Ja, das glaube ich auch. Ja Leute, wie gesagt, das ist ein Duo, da kannst du alles mit tun. Als wird das nicht sein. Oh, ohne Bock. Jetzt mach ich die beiden zusammen um, bitte. Ich würde es tun. Guter Junge. Zurück, genau. Die Sohle ist wahrscheinlich zu dünn, wegen Steigeisen. Aber die sind ja, das sind ja die Quickstep. Die haben ja die Gewinde für die Schnalle und hier oben nochmal die Riemchen drauf. Also ich werde die wahrscheinlich eher so für in der Bühne und für Pflegeklettern oder so benutzen. Weil eigentlich hat man echt gut Gefühl so, wenn man tritt. Das ist mit den Pfannern, die ich noch habe, mit den Juchten, das ist noch richtig geschraubt und genähte Sohlen. Die werden jetzt übrigens getauscht, ne? Im Gegensatz zu Heiz. Mal gucken, wie sich da die Enden schlagen. Ich lag die auch wieder ein. Opa braucht Hilfe. Geiles Hackerfutter. Das geht da so durch.